11 Länder, 24 Teams. Die Fußball-EM 2021 im VRM-Podcast. Jeden Donnerstag diskutieren der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, brandaktuell über alles, was die Fans bewegt. Wer begeistert, wer enttäuscht, was bleibt? Jetzt in Heidels EM-Talk. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Heidels EM-Talk. Am Tag nach der großen Zitterpartie der deutschen Elf gegen Ungarn. Christian, wie hast du dieses Spiel erlebt? Also ich habe es mit Freunden in einem italienischen Lokal mir angeschaut, wo, keine Ahnung, 4, 5 Fernseher gehangen haben. Und so wie man einfach ein Fußballspiel guckt. Hm. Dafür muss ich sagen, war die Dramaturgie natürlich perfekt. Das stimmt, ja. Gab's mal so eine Phase, wo du dachtest, okay, oh Gott, das wird heute nichts, ja. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe zwischendrin eher auf die Franzosen gehofft, als dass ich dachte, dass die Deutschen wirklich noch das 2-2 machen. Ja, muss ich sagen, ging mir genauso, ging auch vielen Leuten, die da mitgeschaut haben, so, man hat gesehen, alle haben aufs Handy geguckt die ganze Zeit, weil man irgendwann fast den Überblick verloren hat. Was ist, wenn Frankreich, wenn Portugal, wenn wir unentschieden verlieren, gewinnen? Also man hat immer wieder sich die Tabelle angeschaut. Auf der anderen Seite, ja, das macht ja gerade so ein Turnier aus. Also es ist ja im Endeffekt fast besser, als hätten wir jetzt da so ein läppisches 1-0 hingelegt. So war das natürlich Fußballdrama, Jubelstürme, ja, Tristesse, es war alles da, so wie man sich das vorstellt. Wie kann man ein sich guten Ende, ja, das stimmt, das Happy End hatten wir dann trotzdem noch, ja. Wie kann man sich so einen Auftritt erklären? Ich meine, nach Portugal, alle waren relativ euphorisch, vielleicht sogar ein Tick zu euphorisch, und dann kommst du gegen die Ungarn und auf einmal funktionieren viele Dinge nicht mehr so, wie sie vorher funktioniert haben. Ja, ich glaube, es ging ja uns allen so. So im Lokal haben die Leute gestern so ein bisschen rumgefragt, Tipps. Also ich habe nicht einen einzigen gefunden, der nicht auf einen deutschen Sieg getippt hat, aber die meisten Ergebnisse waren so 3-0, 4-0, 4-1, 5-1. Unter Umständen war das auch ein bisschen in den Köpfen der Spieler drin, auch wenn das nur im Unterbewusstsein ist. Wir hatten gleich nach ein paar Sekunden die erste Torchance. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, das wird einfacher. Und jetzt war da auch ein Gegner auf dem Platz, die, muss ich sagen, das ja schon super verteidigt haben. Also das war ja nicht so, dass wir da jetzt ein riesen Chancenfestival hatten. Mhm. Und also wie die Spanier zum Beispiel im ersten Spiel gegen Schweden, also die paar Chancen konnte man an der Hand abzählen, die ja eigentlich völlig normal sind, wenn Deutschland gegen Ungarn spielt. Und je länger dieses Spiel gedauert hat, dann kam dieses Tor von Adam und dann wurde man auf einmal unsicher. Also ich hatte schon meine Bedenken, also sehr, sehr lange 1-0 für Ungarn stand, dass das klappen wird, weil ich immer so Angst hatte, dass die noch ein Kontertor machen. Mhm. In so einem Spiel ist es so, du stehst zweimal vorm Tor, schießt zwei Tore und die anderen stehen 80 Minuten vorm Tor und schießen eben keins. Zum Glück hat es sich dann eben nicht bewahrheitet. Und dann kam irgendwann Leon Goretzka, du hast es ja vor ein paar Wochen zu uns noch gesagt. Du setzt viel auf ihn, ne? Weil du kennst ihn aus deiner Schalker Zeit und er ist einfach so ein Spieler, so ein Unterschiedsspieler eben, ne? Der hat dann auch tatsächlich da den kleinen Unterschied gemacht. Ja, der Leon ist ganz, ganz sicher ein Unterschiedsspieler. Das ist ein Spieler, der im zentralen Mittelfeld offensiv wie defensiv stark ist, aber er ist immer für ein Tor gut. Das ist das Allerwichtigste, dass er es dann auch gemacht hat. Freut mich wirklich, weil es ein prima Typ ist. Also selbst da bin ich im Lokal mal laut geworden, weil es nicht so lange gedauert hat, bis er dann endlich aufs Feld kam. Und hat mich riesig für ihn gefreut, dass er das Tor macht. Das ist nicht so außergewöhnlich für ihn. Der hat einfach diesen Torriecher und ist dann vom Tor auch wirklich cool. Und das war ja überlegt geschossen. Das war ja nicht einfach, dass er draufgehauen hat, sondern der wollte ihn wirklich dahin schießen, aber der, glaube ich, ein klein wenig nur abgefälscht war. Aber also das war natürlich immens, immens wichtig. Und 1-2 Minuten später weiß ich nicht, ob es noch passiert wäre. Also, wir haben uns alle riesig gefreut. Sehr schön. Ja, du hast Wechsel gerade schon angesprochen. Joachim Löw wird ja auch wieder dafür kritisiert, dass er gestern nach dem 1-1 durch Kai Havertz jeden Kai Havertz auch rausgenommen hat. Verstehst du auch diese Kritik? Die ist ja immer wieder auch bei Joloch, schwingt bei Joachim Löw ja immer wieder mit. Ja, der Vorteil der Kritiker ist, sie haben immer recht. Hm. Weil hätte es jetzt gut geklappt, hätten sie gesagt, jawohl, hätten wir auch so gemacht. Also da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Wir wissen nicht genau, was zu der Entscheidung oder zu den Entscheidungen von Jogi Löw geführt hat. Da kann es ja auch Ermüdung geben, da kann es Probleme geben, gesundheitlich, dass er alle verletzt, ob er angeschlagen ist. Es gibt ja viele, viele Gründe.
auch wissen wir nicht, was er sich dann taktisch vorgestellt hat. Fakt ist, am Ende hat er alles, was an Offensive noch auf der Bank war, hat er reingeworfen und wir haben das Tor gemacht und deswegen hat er im Endeffekt dann richtig reagiert. Wir spielen jetzt gegen England am kommenden Dienstag, es ist alles gut und vielleicht hilft auch so ein Spiel jetzt wirklich endgültig in dieses Turnier reinzukommen. Mhm. Also wenn du anschließend dich gesehen hast, so Autokorsos in Deutschland stattgefunden haben, sowas löst ja was aus. Mhm. Bei den Menschen vielleicht und hoffentlich auch bei den Spielern. Was dachtest du denn in der 11. Minute? Als klar, Deutschland nie zurück, aber Adam Soloy macht das Tor. Hast du auch ein bisschen gegrinst, oder? Also das war wirklich etwas merkwürdig jetzt in dem Lokal. Ja, da kenne ich natürlich viele Leute, insbesondere die Bedienung, weil es unser Stamm-Italiener ist und dieses Tor fällt und alle gucken auf mich. Also ich glaube, wir wollten alle checken, ob ich jubel oder so. Also ich habe nicht gejubelt, um es gleich zu sagen. Aber ich habe mich natürlich für Adam gefreut. Das Tor ist der 11. Minute gefallen. Und ich dachte mir schon, ja, das drehen wir natürlich noch. Und je länger es 1-0 stand, ja, desto unwohler wurde es mir ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, also auch, das war eigentlich für Mainzer ein perfektes Spiel. Adam hat eins gemacht, eins aufgelegt, hat kurz vorher seinen Vertrag bei uns verlängert und Deutschland ist trotzdem im Achtelfinale. Also für Mainzer gibt es noch nichts Besseres. Vielleicht war es ja auch gerade diese kleine Motivationsspritze für ihn, dass ihr an dem gleichen Tag auch den Vertrag dann tatsächlich verlängert habt. Ja, das weiß ich nicht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es stand schon ein bisschen länger fest. Dadurch, dass Adam ja da auch in dem Hotel abgeschottet ist, aufgrund Hygienevorschriften war das alles nicht so einfach. Wir sind uns eigentlich schon ein paar Tage länger einig. Aber jetzt, nachdem sie nach München kamen, war es einfach, war dann für der Zeitpunkt gekommen. Das wollte Adam auch, dass wir das dann endgültig festmachen. Hat uns jetzt auch nicht so gestört, dass das zufällig gerade mit dem Deutschlandspiel zusammenfällt. Und ja, insgesamt hat vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, denn Adam freut sich riesig, dass er noch ein Jahr in Mainz bleibt. Also das hat alles gepasst und ich glaube, den Tag wird er so schnell nicht vergessen. Dieses Spiel in München, Vertragsverlängerung, also da kam ja wirklich alles für ihn zusammen. Du kennst Adam schon unfassbar lange, unfassbar gut. Was macht ihn so aus? Ja, ich meine, er war auch gestern wieder einer, der vorangegangen ist, der angetrieben hat. Einfach so ein Spieler, wie eine ungarische Mannschaft ihn auch als Kapitän braucht, oder? Ja, also ich will es jetzt nicht so martialisch darstellen, aber Adam ist der Turm in der Schlacht. Wenn du Adam genau in so Spielen, wo du verteidigen musst, ohne Ende auf dem Feld hast, dann wird in der Regel nicht viel passieren. Der steuert den ganzen Laden, aber er hat eine unglaubliche Präsenz gegen den Ball, aber auch im eigenen Strafraum. Adam ist im Endeffekt überall und das ist, was mich ein bisschen stört. Adam wird oftmals auch hier in Mainz daran gemessen, wie viele Spiele, wie viele Tore. Ja. Was halt schwer messbar ist, wie viele Tore hat er eigentlich verhindert. Das ist nicht die elementare Aufgabe eines Stürmers, aber es ist auch eine Aufgabe. Solange die anderen Stürmer dann die Tore machen und Adam sich so ins Spiel einbringt, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und ich fand schon, als er rausgegangen ist, hat es nicht mehr ganz so funktioniert bei den Ungarn. Aber man muss natürlich auch eines wissen, die Art Fußball zu spielen, das kostet eine wahnsinnige Kraft. Aber das ist die Art Fußball zu spielen, wie es auch Mainz 05 macht. Und die Ungarn haben das nahezu perfekt auf den Platz gebracht, gegen einen spielerisch übermächtigen Gegner natürlich. Aber dann sieht man, was durch Kampfgeist, durch Teamgeist auf dem Feld möglich ist, insbesondere wenn man so einen Anführer hat wie Adam. Man hätte ihnen auch das Happy End auch ein bisschen gegönnt, ne? Man hätte sagen können, okay, Deutschland und Ungarn kommen weiter, hätte vielleicht die Portugiesen erwischt, aber gut, ich glaube, die Ungarn haben sich sehr teuer und sehr gut verkauft. Ja, also das war eigentlich dann so, je länger das Spiel gedauert hat, auch so mein Wunsch, vielleicht werden die Plätze 2 und 3 gehen dann nach Ungarn und Deutschland, die kommen beide weiter. Das hätte mich für Adam riesig gefreut, denn im Endeffekt, glaube ich, weiß er, dass er ein super Spiel gemacht hat, aber ist natürlich enttäuscht, dass jetzt die EM zu Ende ist. Für Deutschland geht's weiter und am Dienstag geht's zum Klassiker gegen England. Was sind deine Gedanken dazu? Ja, ich gehe mal von aus, Elfmeterschießen, wie es gehört, gegen England und Deutschland kommt ins Viertelfinale. Wir werden das Spiel nicht mal anders vergleichen können mit dem Ungarn-Spiel. Das ist was ganz anderes. Das ist für jeden ein Highlight in Wembley gegen England zu spielen. Ich werde nie vergessen, ich war bei der Europameisterschaft in England, ich weiß nicht, wann das war, 1996. 96, war ich ja, bei genau. Legendären Halbfinalspiel in Wembley. Ja.
mit 10.000 Deutschen da in der Fankurve gestanden. Das sind so Dinge, die vergisst man nie. Leider, jetzt ist alles ein bisschen reduziert durch Corona. Trotzdem, ich glaube, da sind jetzt 40.000 merkwürdigerweise in England im Stadion. Wird es sicherlich eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre wieder werden. Deutschland gegen England ist einfach, seit 66 ist das was Besonderes. Das wird auf jeden Fall kein normales Spiel in der Tat, ja. Wie hast du die Engländer bisher erlebt bei diesem Turnier? Oh, sehr durchwachsen. Mhm. Also, ist momentan nicht so, dass da Jubelstürme in England sind. Das ist ja eine etwas schwierige Presse. Da hatte ich gedacht, sie bekommen mehr auf die Mütze, dass sie bejubelt werden. Aber jetzt kommt Deutschland. Dann ist in England alles vorbei. Jetzt ist alles überragend und ganz England unterstützt die eigene Nationalmannschaft, aber klar ist auch, die können wir packen. Ich hatte sie wesentlich stärker auf dem Zettel, aber die Spiele, die sie jetzt bislang abgeliefert haben, auch dieses besondere Spiel gegen Schottland, das war jetzt auch nichts Besonderes. Also da müssen wir uns nicht verstecken. Wir haben ganz, ganz sicher eine gute Chance, England zu schlagen, aber bei uns muss mehr funktionieren und mehr passen im Vergleich zum gestrigen Abend. Muss man wieder was ändern oder muss man vielleicht auch darauf setzen, dass Thomas Müller zurückkommt? Oder muss man auch jetzt sagen, okay, Leon Goretzka, jetzt endlich muss er mal von Anfang an spielen? Also, ich kenne jetzt nicht die Gedankengänge von Jogi Löw, aber vom Gefühl her glaube ich, dass Leon spielen wird. Ich vermute mal schon, dass er im Mittelfeld ein paar Umstellungen vornehmen wird. Das ist jetzt das dritte Spiel mit Groß und Gündogan. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich finde, dass Leon auf jeden Fall in diese Mannschaft rein muss, entweder mit beiden zusammen oder auch er kann in eine Stufe defensiver spielen und ist trotzdem sehr torgefährlich. Aber jetzt hängt natürlich nach dem vierten Spiel, jetzt hängt viel auch mit Frische, mit körperlicher Fitness zusammen bei der Zusammenstellung der Aufstellung für Dienstag. Also da muss man mal abwarten, wie fit ist Thomas Müller, wobei ich mich immer wundere, wenn ein Spieler kann nicht von Anfang an, kann aber dann irgendwann reinkommen. Also ich bin ja sehr so, also wenn eine konditionelle Rückstände da wären, dann verstehe ich das ja. Aber also mit einer Verletzung spielen, glaube ich, geht, wenn es 90 Minuten nicht geht, dann geht es auch nicht 10 Minuten am Ende. Also ich weiß jetzt nicht genau die Hintergründe, warum Thomas Müller jetzt zunächst der Bank war. Ja, das stimmt. Das weiß vielleicht nur er selbst, ja. Oder auch Joachim Löw, ja. Ja, danach würde man ja eventuell im Viertelfinale gegen Schweden, Ukraine spielen. Viele sagen, okay, das wäre dann machbar. Und danach ging es im Halbfinale gegen die Holländer. Bist du so einer, der auch schon so ein bisschen vorplant und rechnet und sagt, ach okay, ist eigentlich jetzt der leichtere Weg ins Finale? Oder sagst du, nee, um Gottes Willen, also erstmal England schlagen, weil das wird schwer genug? Nee, ehrlich, ich hab's jetzt gerade das erste Mal gehört. Ich wusste jetzt wirklich überhaupt nicht, wer nach England kommen könnte. Also bei uns war es recht laut, den Ton am Fernseher hat man das auch verstanden, dass es gestern ein Thema gewesen sein sollte, habe ich es gar nicht gehört. Also ich meine, wir sind gut beraten, uns jetzt auf England zu konzentrieren und nicht darüber nachzudenken, gegen wen spielen wir eigentlich, wenn wir England schlagen, das ist jetzt mal die erste Aufgabe. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine große Rolle spielt, weil ein Spiel Deutschland-England überstrahlt alles. Also erstmal England schlagen, dann machen wir uns Gedanken, wie wir entweder Schweden oder die Ukraine schlagen. Fakt ist aber, wenn das so kommen sollte, dann haben wir auch eine Riesenchance, ins Halbfinale einzuziehen. Jetzt haben wir über England gesprochen, wir haben über Deutschland gesprochen. Alle Favoriten sind in die K.O.-Runde eingezogen. Wen hast du momentan am stärksten jetzt zuletzt gesehen? Ja, da hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Ich habe von Anfang an gesagt, dass die beiden Top-Favoriten für mich Frankreich und Italien sind. Und habe Dänemark so ein bisschen zum Geheimfavoriten auserkoren. Ja, das haben sie jetzt sogar ein bisschen unter Beweis gestellt, dass sie durchaus in der Lage sind, da was Besonderes zu machen, auch wenn man das alles mit ganz anderen Maßstäben sehen muss, durch die Vorkommnisse beim ersten Spiel. Aber es zeigt natürlich im Endeffekt schon, dass sich sehr schnell die Spreu vom Weizen wieder getrennt hat und alle Favoriten weiter sind. Gerade die Dänen, wir hatten es ja immer mal wieder, ne? Dein Geheimfavorit, was glaubst du, hat denen das jetzt nochmal so einen kleinen Push auch gegeben? Also können die tatsächlich jetzt ihrer kleinen Geheimfavoritenrolle auch so ein bisschen gerecht werden? Ja, also
ich will es gar nicht mal Schub nennen, weil das wird ja fast bedeuten, dass man durch diese tragischen Vorkommnisse da jetzt ein was rausgezogen hat. Aber diese Mannschaft, ich glaube, dieses ganze Land ist zusammengerückt und diese Begeisterung und diese Leidenschaft im letzten Spiel, das war schon phänomenal, aber da muss man sich auch eines wissen. Ich glaube, die spielen jetzt nicht mehr in Kopenhagen. Also diese einzigartige Atmosphäre werden sie dann nicht mehr erleben, und jetzt geht es über den Spirit innerhalb der Mannschaft. Aber wenn man sowas gemeinsam erlebt hat und dann gemeinsam auch überstanden hat, auch sportlich überstanden hat, da kann schon mit einer Mannschaft was passieren. Und die Unterschiede sind ab und zu nicht ganz so groß, und da kann es durchaus sein, dass sich auch eine Mannschaft wie Dänemark durchsetzen wird. Also zumindest noch eine Runde weiterkommen kann. Und ja, und dann ist immer alles möglich, ja. Dann hast du noch zwei Spiele vor der Brust. Also, und dann stehst du im Endspiel. Also das ist durchaus machbar. Spielen jetzt in Amsterdam gegen Wales, auch so eine Mentalitätsmannschaft. Ja, von daher, das wird natürlich ein richtig spannendes, packendes Spiel. Das erste, was jetzt am Samstag stattfindet, nach den zwei spielfreien Tagen. Wie geht's dir so an spielfreien Tagen? Tief traurig oder froh, dass du dich auch mal dann auf andere Dinge wieder konzentrieren kannst? Also ich finde es immer ganz gut, dass es diese Pausen gibt. Fußball ist toll, ist top. Ich bin leider auch so verrückt, ich gucke mir jedes Spiel an, und da tut so eine Pause auch dann mal ganz gut. Ich bin jetzt noch zwei Tage in der Wärme, und da kann man auch andere Dinge machen. Wenn Fußball jeden Abend ist, sitzt du jeden Abend vorm Fernseher. Also deswegen tut diese Pause mir und auch der Familie ganz gut, und dann freut man sich auch wieder, wenn es dann mit dem Achtelfinale weitergeht. Sehr schön. Dann wünschen wir dir noch zwei schöne Tage in der Sonne und natürlich eine gute Heimreise ins schöne Mainz. Und ja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, viele Grüße. Ciao, tschüss. Das war die heutige Folge von Heidels EM-Talk. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Dann diskutiert der Sportvorstand von Mainz 05 wieder mit VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner über die Aufreger des EM-Turniers. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. Ein Angebot der